Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video geht es um das Thema Startup und ich möchte dir ja eine Alternative zum klassischen Startup vorstellen, mit der du ja es schaffen kannst, ohne Risiko, ohne Eigenkapital, ohne Fremdkapital eben ja die Vorteile eines Startups ja zu nutzen und auf der anderen Seite aber dementsprechend ja das Risiko weitestgehend zu minimieren. Und vielleicht spielst du mit dem Gedanken, jetzt gerade ein Startup zu gründen. Du hast vielleicht wenig Eigenkapital, möchtest aus ja anderen Gründen vielleicht ungern finanzieren, ja. Und ja, oder magst halt auf der anderen Seite einfach auch kein Risiko eingehen und ich sag mal, ja, mit irgendwelchen Fremdkapitalgebern ja da drauf einlassen, dann solltest du dir das Video jetzt auf jeden Fall mal anschauen, weil hier habe ich eine echte Alternative für dich, eine echte Lösung. Und wenn du dich fragst, wie das gehen soll, dann bleib jetzt einfach dran und wir werden ja dann das gleich auch auflösen. Zunächst aber mal ist mir wichtig, auf ein paar Punkte einzugehen und zwar auf die Punkte, warum zum einen die Menschen ein Startup gründen, welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt, warum so viele dann auch scheitern und dann geht es halt eben um die Lösung. Also lass uns doch mal gleich loslegen. Warum gründen denn die meisten Menschen ein Startup? Zum einen, weil sie eine eigene Produktidee haben, die haben vielleicht in ihrem Alltag eine ein immer wiederkehrendes Problem, wo sie aktuell keine Lösung für finden auf dem Markt und schaffen dann eben einfach selbst eine, ja, entwickeln ein Produkt, was dann eben das Problem löst und wollen dann dementsprechend das Ganze dann auch groß machen. Das ist das eine. Das ist aber aus meiner Sicht ja relativ ja wenig der Fall, auch wenn es jetzt in den Medien und so immer öfters mal vorkommt, weil kannst dich einfach auch mal selbst fragen, wie viele Probleme dir im Alltag begegnen, wo du jetzt noch keine Lösung dafür irgendwo findest. Natürlich, wenn man sich darauf fokussiert, dann kriegt man da auch einen Blick für und entdeckt immer mehr Probleme, für die man eine Lösung entwickeln kann. Nichtsdestotrotz ist ja dann immer noch die andere Frage, hat man überhaupt die Leidenschaft dafür, das Ganze dann auch zu entwickeln und so weiter. Ja, also das ist aus meiner Sicht so das Wenigste, wo man ja sehen kann, dass die Leute deshalb ein Startup gründen. Vielmehr sind es dann zum Beispiel ja die eigenen Bedürfnisse, sage ich mal, ja, den Wunsch, die Zukunft einfach selbst zu gestalten, ja, sein eigener Chef zu sein. Für andere wiederum ist es dann die finanzielle Freiheit, ja, oder finanzielle Unabhängigkeit dementsprechend zu erreichen, mehr Geld zu verdienen. Für wieder andere ist es dann eben halt zeitliche Freiheit, sagen zu können, okay, ich will arbeiten, wann und wo ich will, dass sie mal auch beim Thema örtliche Freiheit, dass man einfach ja von jedem Ort der Welt aus arbeiten kann. Unabhängigkeit ist so die übergeordnete Kategorie, dass man halt eben sein eigener Chef sein will und sein Leben eben nach ja, seinen eigenen Vorstellungen leben möchte. Und für viele, gerade auch Jüngere, ist häufig nicht mal so sehr das Geld das Thema, sondern stelle ich auch immer mehr fest in den Gesprächen, dass viele dann einfach auch eine Tätigkeit suchen, hinter der sie voll und ganz stehen können, wo Sinn, wo ihnen eine gewisse Art von Sinnhaftigkeit dann eben halt auch gibt, ja, wo sie sich einbringen können, um für eine größere Sache dann eben halt auch ja zu arbeiten. Und ja, wie alles hat es nicht nur Vorteile, ein Startup zu gründen. Ein Vorteil ist sicherlich, dass du, egal welchen inneren Antrieb oder welchen Motivationsgrund du hast, dass du das alles umsetzen und erreichen kannst, was du dir vorstellst. Leider ist es aber so, und da sind wir auch schon gleich beim Nachteil oder bei den Nachteilen, dass die wenigsten das dann tatsächlich auch schaffen. Ja, also die wenigsten, die sich vornehmen, finanziell frei zu werden, die werden es dann tatsächlich auch. Die wenigsten, die sich vornehmen, einen Multimillionen- oder einen Multimilliardenkonzern zu entwickeln oder zu erschaffen, die schaffen es dann auch. Und das hat ja auch dementsprechend Gründe. Und ja, ein Nachteil ist halt, dass viele Menschen dann halt feststellen, dass sie vom einen Hamsterrad ins nächste tappen, stellen dann fest, dass sie einen 24-Stunden-Tag haben, 7 Tage die Woche. Ich übertreibe es jetzt extra ein bisschen. Aber natürlich hat man am Anfang das Ziel, dass es dann irgendwann besser wird. Es stellt sich halt nur die Frage, wenn sich dann auch nach mehreren Jahren quasi herausstellt, dass es eben halt nicht besser wird, ja, dann stellt man halt fest,
Ja, man hat sich eigentlich so ein neues Hamsterrad einfach selbst geschaffen, und gerade zu Beginn kann es dann sogar noch sein, dass man dann halt auch noch weniger verdient als im bisherigen Hamsterrad. Ja, dann ist natürlich das finanzielle Risiko da. Ja, ein Startup, du brauchst immer irgendwo Investitionen. Du brauchst Geld, um gewisse Dinge auf den Weg zu bringen. Das macht dich dann auch gleich wieder abhängig von Geldgebern, wenn du mit Fremdkapitalgebern dann zusammenarbeitest, und da ist dann so die gewünschte Unabhängigkeit, ist dann da oft schon auch gleich mit futsch, ne? Und dann Scheitern und Verlust des investierten Kapitals. Und mir ist es halt auch so, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass rund 80% der Startup-Gründer zunächst mal ihr eigenes Erspartes aufbrauchen, beziehungsweise ihr eigenes erspartes Kapital quasi in ihr Startup investieren. Und ja, und wenn das Startup dann halt scheitert, dann ist halt eben auch das Ersparte futsch, ja. Und das sind halt eben die Nachteile, die muss man dann halt auch sehen. Wenn man das eine haben will, muss man halt eben auch die andere Seite sehen, ja. Und die Sache ist die, es scheitern viel mehr, ja, als diejenigen, die es schaffen. Und circa 80% aller Startups, die scheitern innerhalb von 1 bis 3 Jahren. Die Zahl kommt nicht von mir. Ich habe die gelesen in einem Online-Artikel auf Zeit.de. Ja, nach Expertenschätzungen ist es so, dass 80% aller Startups eben innerhalb der ersten 3 Jahre halt einfach scheitern. Und laut dem deutschen Startup-Monitor-Bericht von 2017 gibt es da 4 große Probleme. Also man hat dann im Prinzip eben quasi die Gründer befragt, was denn so die größten Probleme sind. Und es waren dann mehrere aufgelistet. Ich möchte aber mal kurz auf die 4 meistgenannten eben eingehen. Das ist zum einen Vertrieb und Kundengewinnung oder hat in dem Bericht halt knapp 20% ausgemacht. Das heißt, die Schwierigkeit lag halt darin, neue Kunden für das Produkt zu gewinnen. Der zweite große Bereich war die Produktentwicklung, was vielen halt Schwierigkeiten bereitet hat, beziehungsweise vor Herausforderungen gestellt hat. Dann das Wachstum 14,7% und die Kapitalbeschaffung 12,3%. So, und du fragst dich jetzt sicherlich, warum ich dir das alles zeige, weil ja, ich möchte dir gerne in diesem Video, wie schon angekündigt, eine Alternative dazu präsentieren, und die nennt sich Network Marketing. Lass dich einfach mal ganz kurz drauf ein, und vielleicht gelingt es mir mit diesem Video auch, dass du ein Stück weit ja, Network Marketing aus einer anderen Sicht betrachtest. Und ja, falls du Network Marketing gar nicht kennst, dass es dir vielleicht einen ersten Impuls gibt, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Network Marketing vereint ja aus meiner Sicht alle Vorteile des klassischen Unternehmertums, also auch der Startups, ja, hat aber auf der anderen Seite eine maximale Risikominimierung, was das Ganze betrifft. Ich gebe zu, es ist jetzt kein Startup im klassischen Sinne, wie man sich es jetzt so vorstellt oder wo man eben den Begriff herkennt. Aber es ist eine wirkliche Alternative, ja. Wie gesagt, du vereinst alle Vorteile des Unternehmertums und minimierst dein Risiko ja enorm, ne? Ich bezeichne Network Marketing auch immer gern so als Volksfranchise. Ja, nur mit dem Unterschied, dass du im Vergleich zu einem Franchise-System entweder gar keine Einstiegskosten hast oder wirklich halt sehr, sehr geringe, ne? In meinem Partnerunternehmen zum Beispiel kannst du mit 0 Euro Startkapital loslegen, kannst deine eigenen Verträge auf dich umstellen, kannst erste Provisionen verdienen, und das alles mit Produkten, die bereits funktionieren. Es gibt auch Unternehmen, da hast du halt ja, Starterpakete oder Lizenzgebühren, die du entrichten musst. Liegt immer so zwischen oder in der Regel so im zwei- bis vierstelligen Bereich, was trotzdem noch ja ein sehr, sehr ja, geringes Investment für eine Gründung ist. Was aber halt noch viel wichtiger ist, dass du diese 4 Hauptprobleme von Beginn an ja, löst und angehst, weil du dich nämlich
um viele Dinge gar nicht kümmern musst, sondern du kannst dich auf das konzentrieren, was tatsächlich wichtig ist. Das ist dein Wachstum, das ist die Skalierbarkeit deines Unternehmens und das ist das Thema Marketing, neue Kunden gewinnen. Ja, also lass uns mal ganz kurz durchgehen. Du lernst im Network Marketing von Beginn an, wie du ja effektives Marketing für dich, für dein Unternehmen, für deine Produkte machst. Ja, du musst auch nicht hergehen und dich um die Produktentwicklung kümmern. Du musst keine Marktrecherche betreiben, was die Produktentwicklung betrifft. Ja, das ist im Prinzip Aufgabe des Partnerunternehmens und dein Partnerunternehmen, vorausgesetzt, es macht halt einen guten Job, ja, wird ja die Aufgabe dann eben ausfüllen und übernehmen und die Produkte sowie Kooperationen und so weiter eben halt weiterentwickeln. Ja, für das notwendige Wachstum bist du als Vertriebspartner in deinem Unternehmen zuständig und das machst du, indem du neue Kunden und Vertriebspartner gewinnst. Auch hier der Vorteil, dass du keinerlei Personalkosten hast, ja, die dich belasten können, weil du keine Gehälter zahlst, ja. Du wirst, wenn du ja dir ein Netzwerk aufbaust, wirst du an den Provisionen deines Netzwerks partizipieren, wirst du dran mitverdienen. Du wirst auch an deinen eigenen Provisionen logischerweise dann verdienen. Und jeder in deinem Netzwerk wird ausschließlich nach Leistung bezahlt. Das heißt, immer wenn ein Verkauf zustande kommt und eine Provision anfällt, dann verdient der jeweilige Partner die Provision plus halt eben die Leute, die berechtigt sind, daran mitzuverdienen. Und die Provision an sich, ja, das macht dann im Prinzip, die wird vom Partnerunternehmen ausbezahlt und so ist das eben eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das Unternehmen zahlt nur dann Provision aus, wenn tatsächlich auch Leistungen geflossen sind und auf der anderen Seite partizipiert jeder dran, ja. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und eine weitere wichtige Sache, die für das Wachstum wichtig ist, ist zum Beispiel, dass das Ganze skalierbar ist, dass du mit einem Hebel arbeiten kannst, weil du kannst im Network Marketing so viele neue Vertriebspartner oder man könnte auch sagen Filialen eröffnen, wie du kannst, ja, und wie du das auch haben möchtest, ja. Die administrativen Aufgaben, was damit ja einhergeht, ist auf ein Minimum reduziert. Ja, deine Aufgaben sind halt das Gewinnen neuer Kunden und Vertriebspartner und dann halt eben noch die richtige Einarbeitung, so dass die das Geschäft ja am besten gewinnbringend ja weiterführen können. Ja, und alles andere ja übernimmt das Partnerunternehmen für dich. Kapitalbeschaffung ist ebenfalls nicht notwendig, weil klar, wie schon angesprochen, es gibt Firmen, es gibt auch Branchen, wo du kleine Investitionen tätigen musst, aber ganz ehrlich gesagt, ist das mit einer klassischen Firmengründung eigentlich mit nichts zu vergleichen und ist auch ja dann auch gar nicht so der Rede wert. Du kannst, wenn du willst, zum Beispiel in unserem Unternehmen mit 0 € starten. Die einzigen Kosten, die dann halt entstehen, ist die Anmeldung deines Gewerbes und das sind ja circa 20 €. Genau, also mit 0 € geht's dann los, kannst sofort Geld sparen, indem du deine eigenen Verträge auf dich umstellst, kannst die ersten Provisionen verdienen, wenn du das willst. Und das Einzige, was du halt tatsächlich mitbringen musst, ja, das ist im Prinzip der Fleiß und Mut, einfach die Dinge umzusetzen, die getan werden müssen. Du musst halt ja bereit sein, Reichweite aufzubauen oder eben halt auch auf andere Menschen zuzugehen, ja. Und das ist im Prinzip der entscheidende Punkt. Und wenn du da sagst, okay, du bist bereit da dazu, das Ganze auch zu lernen, wie Marketing, wie Vertrieb, wie Network Marketing funktioniert, dann bist du da auf der richtigen Seite. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch noch das Thema Community, ja. Viele Start-up-Gründer, ja, die ziehen in Regionen, wo es sehr viele Start-ups ansässig sind, zum Beispiel Berlin, ja. Warum machen die das? Klar, der Standort ist natürlich super, aber zum anderen ist natürlich dort auch die Vernetzung sehr, sehr groß, ja, untereinander. Und jeder, der ein Startup gründet, der weiß, dass es wichtig ist, in einem Umfeld zu sein, wo man auch wachsen kann, wo man gut sich austauschen kann, wo man auch vernetzt ist, ja, wo man
wo man einfach weiß, das sind Menschen, die gehen in die gleiche Richtung. Und das ist im Network Marketing nicht anders. Im Network Marketing hast du nicht nur die Ausbildung, die dir das Partnerunternehmen zur Verfügung stellt, die dir deine Upline zur Verfügung stellt, sondern du hast auch gleichzeitig die Einbettung in ein Team. Wenn du auf eine Veranstaltung von deinem Partnerunternehmen gehst, dann findest du dort lauter Gleichgesinnte, die ähnliche oder gleiche Ziele haben wie du, mit denen du dich austauschen kannst, mit denen du dich vernetzen kannst, ja. Und wo man dann eben halt gemeinsam in die gleiche Richtung gehen kann. Und du hast dort auch halt nicht die Menschen, die dir sagen, was alles nicht geht, sondern du siehst genau, wie es bei anderen funktioniert. Du siehst aber auch, dass die genauso Schwierigkeiten haben wie du. Und das ist alles eben halt super, super wichtig, um auch langfristig dann dran zu bleiben. Also die Community, die kriegst du dann immer gleich, ich sag mal sozusagen gratis mit. Nicht zu sprechen davon, dass du einen Mentor in der Regel an deiner Seite hast, der dich unterstützt und auch möchte, dass du vorankommst. Ja, natürlich ist auch hier immer wichtig, Lernen ist immer eine Hohlschuld. Ja, natürlich wird dir keiner hinterherlaufen. Und wenn du halt auch nicht bereit bist, das umzusetzen, was dein Mentor dir halt sagt, ja, weil er halt schon viel weiter in seiner Entwicklung ist, dann klar, dann wird es auf Dauer halt auch schwierig. Aber wenn du bereit bist, die Tipps von deinem Mentor anzunehmen, wenn du ja bereit bist, ja das Ganze dann auch umzusetzen, dann wird dir wirklich auch jeder helfen. Okay, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video dich ein kleines bisschen neugierig auf Network Marketing machen und ja, vielleicht ist auch Network Marketing ja eine richtige Alternative für dich zu einer klassischen Startup-Gründung. Wenn dem so ist, dann freut mich das natürlich. Mich würde auch deine Meinung zu dem Thema interessieren. Schreib mir doch einfach gerne einen Kommentar, wie du das ganze Thema siehst, ob Network Marketing eine Alternative für eine klassische Start-up-Gründung ja, für dich dann auch sein kann. Gerne auch Fragen. Und ja, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, ja, auch gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst du keine weiteren Videos. In diesem Sinne, wenn das Ganze auch für dich hilfreich war, freue ich mich auch, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. Und dann sage ich mal, ich bin raus und wir sehen, hören uns im nächsten Video. Und ja, ich freue mich, ja, von dir zu hören. In diesem Sinne, ja, alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.